Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie man Brüche am Zahlenstrahl vergleicht und ordnet. Zuerst meine Frage, wisst ihr überhaupt, was ein Zahlenstrahl ist? Ein Zahlenstrahl ist nichts anderes als eine grafische Darstellung von Zahlen. In dem Fall haben wir einen Zahlenstrahl, der von 0 bis 1 geht und in insgesamt 8 gleich großen Teilen unterteilt ist. Unser Ziel ist es nun, diese Brüche in den Zahlenstrahl einzuordnen. Fangen wir nun mit dem Bruch 1/2 an. Bei einem Zahlenstrahl ist es sehr hilfreich, die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, nämlich den Nenner, in dem der Zahlenstrahl unterteilt ist. Also in unserem Fall in Achtel, denn wir haben ja hier 8 gleich große Unterteilungen. Indem ich den Bruch mit 4 erweitere, bekomme ich im Nenner Achtel heraus, also unsere Unterteilung, die am Zahlenstrahl gegeben ist. Beim Erweitern multipliziere ich die Zahl mit Zähler und Nenner. Also einmal 4 ist 4 und 2 mal 4 ist 8. Das bedeutet, unser erweiterter Bruch ist 4 Achtel und diesen kann ich nun ganz einfach auf den Zahlenstrahl einzeichnen bzw. hinlegen, indem ich die Unterteilungen abzähle. Nämlich 1, 2, 3, 4, das bedeutet, unser 1/2 bzw. 4 Achtel kommt genau hier hin. Betrachten wir uns den nächsten Bruch. 2 Achtel. Hier haben wir schon den richtigen Nenner, in dem Fall die 8, gegeben. Um 2 Achtel richtig in den Zahlenstrahl einzuordnen, müssen wir uns jetzt nur noch den Zähler betrachten, in dem Fall die 2. Also 1, 2. Das bedeutet, unsere 2 Achtel gehören genau hier hin. Falls sich jemand von euch wundert, warum ich jetzt die 2 Achtel nicht nach oben gesetzt habe, sondern nach unten, das habe ich nur gemacht, damit das Ganze etwas ordentlicher aussieht. Es macht aber keinen Unterschied. Nun kommen wir zum nächsten Bruch. 3 Viertel. Hier müssen wir wieder den Bruch auf den gemeinsamen Nenner von 8 bringen, indem wir wieder erweitern. Und zwar mit der Zahl 2. Also sind unsere 3 Viertel auch 6 Achtel. Und diese 6 Achtel kann ich ganz einfach durch Abzählen am Zahlenstrahl auflegen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das bedeutet, genau hierhin kommen unsere 6 Achtel bzw. 3 Viertel. Kommen wir nun zum nächsten Beispiel. Solltet ihr euch schon zutrauen, dieses Beispiel selbstständig zu lösen, dann drückt jetzt auf Stopp und probiert es mal. Hier haben wir wieder einen Zahlenstrahl. Dieser geht von 0 bis 2 Viertel und ist wieder in 8 gleich großen Teilen aufgeteilt. Warum habe ich als Grenze am Zahlenstrahl 2 Viertel gewählt, wenn wir ja eine Unterteilung von 8 gleich großen Teilen am Zahlenstrahl haben? Ich kann nämlich durch Erweitern mit der Zahl 2 die 2 Viertel auch auf 4 Achtel umrechnen. Und das ist der Zusammenhang. Wir wollen nun wieder die unterstehenden Brüche in diesen Zahlenstrahl einordnen. Dazu können wir wieder durch Erweitern und Kürzen die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner bringen, und zwar auf genau den gleichen Nenner, wie wir hier die Unterteilungen haben, also auf Achtel. Beginnen wir mit dem ersten Bruch, der hier steht, 1/2, indem ich 1/2 mit der Zahl 4 erweitere und schon haben wir unseren Bruch auf Achtel erweitert.
Und nun können wir ihn auch gleich auf den Zahlenstrahl 1 setzen, indem wir wieder die Zahl, die im Zähler steht, am Zahlenstrahl abzählen. Also 1, 2, 3, 4. Genau hierhin gehört unser 1/2 bzw. unsere 4/8. Nun wollen wir ein Viertel auf den Zahlenstrahl finden. Dazu erweitern wir wieder. In dem Fall erweitern wir mit der Zahl 2. Und unsere 2/8 bzw. 1/4 können wir nun wieder ganz einfach auf den Zahlenstrahl hinlegen, indem wir wieder den Zähler abzählen. Also 1, 2. Genau hierhin gehören unsere 2/8 bzw. 1/4. Kommen wir zum nächsten Bruch, die 3/8. Hier haben wir schon die richtige Unterteilung und müssen nur den Zähler im Zahlenstrahl abzählen. Also 1, 2, 3. Und hierhin gehören unsere 3/8. Ihr seht, ich habe die 3/8 jetzt wieder unter dem Zahlenstrahl hingelegt, weil es oben etwas zu eng gewesen wäre. Kommen wir nun zu unserem letzten Bruch, die 2/16. Um den gemeinsamen Nenner von 8 zu bekommen, müssen wir hier nicht erweitern, sondern kürzen. In dem Fall kürzen wir durch die Zahl 2. Schon haben wir unsere 2/16 durch Kürzen in 1/8 umgerechnet. Und unser 1/8 können wir dann ganz leicht wieder im Zahlenstrahl finden, indem wir einfach nur unseren Zähler im Zahlenstrahl abzählen, nämlich hier 1. Genau hierhin gehört 1/8, sprich unsere 2/16.